Ja, die 37, die sieht auch ziemlich einfach aus. Wir sollen die Zehnerpotenzdarstellung in normale Dezimalzahlen umwandeln. Das heißt, die 6,7 soll mit 100 multipliziert werden. Haben wir 670. Die 1,54 soll durch 10 geteilt werden. Dann haben wir 0,154. Die 23 soll mit 10 hoch 5 mal genommen werden. 1, 2, 3, 4, 5. Können wir auch noch die 2 noch ein bisschen absetzen, dann wird es noch deutlicher. 2.300.000. Also an die 23 einfach 5 Nullen dranhängen, dann sind wir durch. Ja, was ist der nächste? Die 8,11 durch 1000 teilen. 0,00811. Ja, und die 3,3 wird mit 10 hoch 0 gleich 1 mal genommen und bleibt 3,3.